Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Unboxing-Video für euch. Es geht um die Douglas Box Österreich, die ja in diesem Monat wieder erschienen ist. Es ist ja immer so, dass sie alle 2 Monate rauskommt und da immer in der letzten Woche des Monats. Und ja, es war wieder mal soweit, ich konnte eine ergattern. Der Kampf darum ist ja immer sehr hart, also man muss wirklich ein bisschen Glück haben und natürlich auch gezielt eine Box kaufen wollen, dann schafft man es eigentlich schon. Sie ist wie immer limitiert gewesen, dieses Mal auch auf 800 Stück und es sind 400 Stück Vormittag und 400 Stück am Nachmittag vergeben worden. Ja, das Backerl ist schon angekommen, wie ihr seht. Ich habe mir nicht nur die Douglas Box gekauft, sondern noch etwas, aber das zeige ich euch dann im Nachhinein. Die Box sieht aus wie immer, ganz normal eine Schiebebox wie immer. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein, was so drinnen ist. Ich weiß ja nur über das Hauptprodukt dieses Mal Bescheid. Vorab, das gehört zum Hauptprodukt und zwar war das Hauptprodukt ja eine Origins Creme und da ist jetzt noch ein Gutschein-Rabattcode dabei, der bis 31.10. Gültig ist, also nicht mehr allzu lange. Nun gut. Noch dabei ist natürlich immer 11%. Man bekommt auf die Produkte, die in der Box enthalten sind, 11% auf den Einkauf, wenn man sie nachkaufen möchte. Und auf der Hinterseite finden wir wie immer die Angaben zu den Produkten. Ich schaue mir das jetzt aber vorerst mal nicht an und öffne mal die Box. Wie ihr sehen könnt, es ist alles noch zu und dieses Mal ist der Inhalt aber eigentlich sehr klein. Mal schauen, was drin ist. Das habe ich jetzt einmal super aufgerissen. Okay, ja, kommen wir gleich zum Hauptprodukt, damit ihr es auch seht. Wie gesagt, das ist von Origins, eine Feuchtigkeitspflege. Die Pflege ist mit Panax Ginseng. Ginseng wird ja auch sehr viel in der Medizin verwendet und hat dort ja auch einen guten Ruf und eine sage ich jetzt einmal, recht ausgeprägte Wirksamkeit. Wird natürlich auch in der Kosmetik verwendet. Ja, wir schauen jetzt mal rein. Origins kennt ja jeder von euch, das ist ja keine unbekannte Marke nicht. So sieht das Ganze aus. Der Inhalt beläuft sich auf 30 Milliliter. Ich schaue jetzt mal, aber das wird wahrscheinlich verschlossen sein. Ja, ich dachte mir das schon. Aber ich mache es jetzt mal, sofern ich das runterkriege, auf. Okay, die Creme duftet sehr frisch, also fast ein wenig fruchtig. Jetzt schaue ich gerade, okay, da ist Limone, Limette dabei, Grapefruit, ein bisschen Spearmint Pfefferminz und von dem auch der fruchtige Geruch. Ansonsten ja, soll man die Creme eben morgens und abends anwenden und sie ist halt feuchtigkeitsspendend. Zum Preis, 30 Milliliter kosten 15,95 Euro bei Douglas und ja, zusätzlich dazu sind auch noch Kaffeebohnen in der Creme enthalten, die halt auch noch für einen gewissen frischen Kick sorgen sollen. Ja, dann gehen wir zum nächsten Produkt über. Ich greife einfach mal so in die Box rein. Das ist von der Douglas Eigenmarke, von Douglas Home Spa,
Spirit of Asia, ein Goji-Beere und Bambu-Milch, eine Handcreme. Ja, freue ich mich jetzt so mittelmäßig über das Produkt. Zum einen, da ja in der letzten Box, nicht von Douglas, aber in meiner letzten Beauty-Box, auch schon eine Handcreme enthalten war. Es ist so, dass ja gerade die Zeit ist irgendwie für Pflege und für Handcremes und es steht der Winter vor der Tür, aber ich kann halt in einer Saison auch nicht 5 Handcremen aufbrauchen. Von dem her, ja, puh, muss ich jetzt mal schauen. Sie ist auf jeden Fall frei von Parabenen, und soll eben für beruhigend wirken und sie ist auch noch komplett zu. Aufgrund dessen möchte ich das jetzt auch nicht öffnen, da ich sie sicher nicht in der nächsten Zeit aufbrauchen werde. Zum Preis, ja, wie schon gesagt, sie ist mit Goji-Beere und feuchtigkeitsspendender Bambusmilch, soll schnell einziehen und beruhigen, und für 75 Milliliter liegt der Preis bei 4,95 €. Ich denke auch, dass das ein Originalprodukt ist, denn ich glaube nicht, dass die Handcreme in einer viel größeren Packung verkauft werden wird. Das wäre auch nicht besonders handlich. Ja, dann zum nächsten Produkt. Okay, das ist von Narciso Rodriguez. Vorhör ein Eau de Toilette. Das ist die Verpackung. Ich hole es jetzt mal raus und zeige euch das Ganze. So sieht das Ganze aus. Gut, das ist 10 Milliliter, wird wohl eine Luxusprobe sein, denn das Eau de Toilette wird sicher mehr enthalten. Vom Preis her liegen wir bei 30 Milliliter für 48,95 €. Also, ich möchte es jetzt gar nicht so extra aufsprühen. Na doch, ich sprühe es auf. Zum Duft. Ich bin da ja immer total hackig bei Parfums, also das muss ich jetzt wirklich sagen. Es ist schwierig, dass man mich mit so, ich schicke es auf gut Glück an alle Leute, die diese Box kaufen, raus und jedem wird dieses Parfum passen. Das ist sicher schwierig zu erwischen und jeder hat ja so einen bevorzugten Lieblingsduft und da klebt man ja auch irgendwie dran. Also ich für meinen Teil mag halt den Duft, den ich für mich selbst ausgesucht habe, am liebsten und bin dann immer recht skeptisch, was andere Düfte angeht. Ja, auch bei dem Duft, das wäre jetzt kein Duft, den ich mir selbst ausgesucht hätte und gekauft hätte. Es wirkt sehr, ja, es riecht frisch und blumig, also das ist auf jeden Fall was Blumiges drinnen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen hölzern. Ja, also frisch auf jeden Fall. Mein Duft, vor allem jetzt für den Winter, ist es überhaupt nicht. Ich hoffe, ich kann es an irgendjemanden weitergeben, der damit was anfangen kann. Für mich wird es auf jeden Fall nicht sein. Ja, das Einzige, was mich interessieren würde, wäre, wie lange der Duft hält. Dass er ein Eau de Toilette und kein Parfum ist, wird es wahrscheinlich eher ein bisschen weniger lang anhalten. Aber ja, nun gut, wir werden sehen. Gut, dann zum nächsten. Und da freue ich mich total drüber. Die Box ist dieses Mal wirklich extrem. Ich kann den Run drauf verstehen. Also, es ist von Shiseido eine Full Lash Volume Mascara.
2 Milliliter, es ist also auch eine Probegröße logischerweise. Wir gucken uns das Bürstchen an, also es ist zumindest kein Gummibürstchen oder so. Ja, ich muss sagen, ich kenne Shiseido. Okay, es ist auf jeden Fall eine japanische Marke. Ich habe noch nie etwas von denen verwendet. Was sagt mein gescheiter Zettel dazu? Ja, sie soll natürlich bei einer Volume Mascara Volumen verleihen, was sonst? Okay, das ist ein Full Expression Brush, durch den die Wirkung erzeugt werden soll. Ja, man kann beliebig viele Schichten übereinander auftragen, ohne die Wimpern zu beschweren, bis das gewünschte Volumen ganz ohne diese Klümpchenbildung erreicht ist. Die Wimpern bleiben seidig weich und natürlich. 8 Milliliter kosten 29,95 €. Ja, vielleicht verwendet jemand von euch diese Mascara schon, kann mir dazu irgendetwas sagen. Ich persönlich habe sie noch nie in Verwendung gehabt, habe sie noch nie ausprobiert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Markennamen richtig ausgesprochen habe. Falls nicht, dann tut es mir furchtbar leid. ja, finde ich aber nichtsdestotrotz super und probiere ich gerne aus. Und dann ist als letztes von Rituals das Yogi Flow Indian Rose and Sweet Almond Oil ein Shower Gel enthalten. Das kenne ich schon. Zu einem aus diversen Videos von anderen Kanälen und anderen Usern. Zum anderen weil sie wohl anscheinend sehr, sehr gerne in so Beautyboxen enthalten ist. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, habe davon aber eigentlich nur Gutes gehört und bin schon sehr gespannt drauf. Ja, ich finde ja die Verpackung total toll. Gut, es ist ein schäumendes Duschgel. Ich schaue mal noch, was auf der Karte steht. Ja, da ist Süßmandelöl drinnen, indische Rose ist dabei. Ja, es soll den Feuchtigkeitshaushalt der Haut ausbalancieren und 200 Milliliter würden 8 Euro kosten. Das ist eine Probegröße und beinhaltet 50 Milliliter. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit total vielen Produkten der Box mega zufrieden. Welches Produkt oder welche Produkte sagen mir eher nicht so zu? Das ist leider zum einen der Duft, weil er einfach nicht meinen Geschmack getroffen hat. Nichtsdestotrotz ist es super, dass eine Duftprobe drinnen ist. Also ich kann das immer wieder nur unterstreichen, dass ich das ganz toll finde, weil das ist nicht üblich, dass in so Beautyboxen Duftproben dabei sind. Zum anderen, ja, nicht zusagen, es ist einfach für mich momentan gerade überhaupt nicht brauchbar. Das ist eben diese Douglas Home Spa Handcreme. Ich habe jetzt eine in der letzten Box gehabt. Jetzt ist da noch eine drinnen. Unter Umständen ist vielleicht jetzt demnächst noch wo eine dabei. Und dann habe ich jede Menge Handcreme und Cremes und weiß nicht, wohin damit. Aber es ist jetzt nicht das totale Fehlprodukt. Wahnsinnig freuen tue ich mich über die drei anderen Produkte und ich denke auch, dass der Wert der Box dieses Mal wieder ordentlich was hergibt. Ich werde das noch genau ausrechnen und euch dann wie immer unten in die Infobox schreiben, sowie alle Links zu den Produkten und ja, alle Infos, wie viel enthalten war und so weiter. Ja. Ja, ich werde euch das jetzt nochmal kurz verpacken oder in die Box zurücklegen, damit ihr euch das nochmal im Gesamten anschauen könnt. Ich
finde die Box wie immer total gelungen. In Summe ist es einfach eine runde Sache. Es sind die Produkte auf jeden Fall mit Bedacht ausgewählt. Es ist von allen etwas dabei. Was Dekoratives, was Pflegendes. Ja, ich finde es wirklich toll. Hoffe, dass Douglas auch den Weg so weitergeht, weil dann ist die Box auf jeden Fall alle 2 Monate ein Must-Have. Und das ist eigentlich so die Box, die mir für den Moment am ersten zusagt und am besten gefällt. Vor allem auch, da ich selbst entscheiden kann, wenn ich das Hauptprodukt sehe und zumindest weiß, welche anderen Marken in der Box enthalten sein werden, ob ich sie kaufe oder nicht. So, dann habe ich mir zusätzlich noch eine Kleinigkeit bestellt. Und zwar von Urban Beauty United eine Pinzette. Ja, ich habe einige positive Rezensionen darüber gelesen. Man soll damit wohl super auch die feinen Härchen wegzupfen können. Irgendwie ist meine andere Pinzette abhanden gekommen und ich muss sagen, preislich war sie total in Ordnung und deswegen habe ich zugeschlagen. Wie oder was kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, muss ich mir erst angucken. Auf jeden Fall ist es so, dass die Pinzette unten gerade geformt ist und dadurch eben vor allem auch so widerspenstige Haarstoppeln leicht greifbar werden sollen. Ja? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann ich euch nur wie immer darum bitten, dass ihr es mit einem Daumen hoch bewertet. Ich freue mich total drüber, wenn es so ist. Ich freue mich auch über jedes Abo. Wenn ihr mir also eines da lasst, dann sage ich jetzt schon mal Danke damit. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!